sagen, mein YouTube ist wieder euren Infofarmblog. Willkommen zu weiteren Teil. Ja, zum einen Valentinstag-Special. Oder Valentinstag. Eher aus der Lego-Reihe. Kommt dann am Valentinstag auch raus. 40, 5, 22, zwei verliebte Vögel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Vogelsorte das ist. Ja, hier ist auch nochmal der Vogel abgebildet. Hinten auch nochmal links. Und natürlich ein Oster-Special wird es auch geben. Das Osterset. Das besitzen wir auch. Weil davor kam ja das Lego-Hole-Video. Und da habe ich euch ja beide Sets vorgestellt. Dann werden wir uns das Set hier mal öffnen. Uns kommen ein paar Tütchen entgegen. Ach, zwei Anleitungen. Dafür mal sehr viele Steine für ein kleineres Set. Die Box ist leer. Natürlich zwei Anleitungen heißt natürlich, ihr könntet die auch natürlich mit zwei Personen bauen. Ja, wie gesagt, bestimmt zwei Verliebte könnten das bauen. Ja. Zwei Sets. Eine Platte, die einzeln ist und nochmal so ein Stäbchen. Wo dann hier scheint wohl da das Herz mit dran kommt. Ja, und dann haben wir hier vor uns wohl sechs Bauabschnitttütchen liegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Perfekt. Dann legen wir die mal hier zur Seite. Holen uns das erste Tütchen. In the Box. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann als erstes zu gehen. Eins. Ah, und hier auch werden die angeteasert. Erstes baut ihr den den Vogel. Und sieht so gesehen, zweites baut ihr dann den Kopf. Als erstes den Unterkörper, dann so gesehen die Unterplattform, das Gemüse drin und an die Plattform dran. Ja, und dann ist der erste beim 59. Seite, beim 20. Bauschritt durch und dann baut ihr den zweiten. Und zum zweiten kommen wir dann gleich, wenn der erste fertig ist. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Timelapse. Bis gleich. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Mich jetzt mal einmal wieder. Ich habe jetzt so gesehen einmal das erste Heftchen komplett durchgezogen. Haben ein bisschen Ersatzteile über. Ja, und dazu haben wir schon mal die Grundplatte für die beiden Vögel gebaut. Und den ersten an sich. Ja, und dann würde ich mal sagen, erste Anleitung ist Geschichte. Widmen wir uns die zweite Anleitung, die ist auch ein bisschen dünner. Holen wir uns schon mal das fünfte Bauabschnittle.
Für so ein kleines Settle, aber allein 6 Bauabschnitte. Ist auch schon ein bisschen ordentlich. Aber, ja. So gesehen ist es aber. Man hätte das natürlich auch in drei. Manchmal, wie jetzt so eine Tüte, mit zwei Tüten zusammentun können. Aber dann hätte man nicht das mit zwei zusammenbauen können. Das wäre dann auch schade. Ja, also hat man das dann schön aufgeteilt. Wie gesagt, und die Anleitungen sind ja auch aufgeteilt, damit man das natürlich zu zweit bauen kann. Ja, für Verliebte, die sich das Set dann schenken. Ja. Zum Beispiel, und ich jetzt mal, die werden einfach hier oben drauf gesetzt und dann können die sich auch drehen. Den ersten jetzt einfach mal hier drauf gesetzt. Werden wir ja dann sehen. Weil er. Ah ne. Das war ja die erste Anleitung. Der erste wird hier unten angezeigt. Dann setzen wir ihn mal hier unten hin. Und den zweiten vielleicht nach oben. Ja, und dann baue ich weiter und melde mich dann, wenn das ganze Set fertig ist. Bis gleich. Sind wir auch schon wieder. Das Set steht. Zum Valentinstag die beiden Vögel. Zwei verliebte Vögelchen. Könnt ihr so ein bisschen drehen, wenn ihr wollt. Oben ist ein Herz dran. Ja, und dann steht es halt auch so eine. So gesehen ein umgefallener Stamm. Oder wenn ihr das halt die Grundplatte unten wegdenkt und irgendwo dranhängt, dann könnte es auch ein Stamm sein, wo die beiden drauf sitzen. Ja, das ist das Set an sich. Sehr knuffig. Cool ist natürlich gemacht, natürlich zwei Bauanleitungen, dass man sich das so gesehen schenken kann und auch zu zweit dann aufbauen kann. Einer baut den ersten, einer baut den zweiten. Ich dachte eigentlich erst, die beiden Vögel ähneln sich sehr, dass es vielleicht der gleiche ist, aber ist es halt so gesehen in der Bauart, ist es der gleiche, nur in die Farben ist es halt ein anderer. Ja, das sind die Ersatzteilchen. Auch nochmal ein schönes Tütchen da für euch da. Ein paar Herzchen, die man jetzt habe ich auch ein paar Herzchen über. Ja. Und die anderen Teile, die kennt man ja eigentlich schon, aber Erze hätte man seltener. Ja, aber die sind auch dabei. Habt ihr auch noch mal ein bisschen Ersatz. Ja, dann können wir noch zu viel Packen. Insgesamt ist das ja hier in 6 Bauabschnitttütchen verpackt. Die ersten 4 Bauabschnitte ist für Tütchen 1, Tütchen 3, dann die 3 und die 4. Das ist so gesehen der erste. Und 5 und 6 ist dann noch für das zweite, nur den zweiten Vogel, den ihr dann einzeln baut. Aber 6 Bauabschnitttütchen sind enthalten. Die ersten 4 braucht ihr für die erste Anleitung, die 2 letzten beiden für die letzte. Ja, und dann Verpackung ist natürlich auch noch dabei. Das ist die Rückseite. Da wird auch noch das Osterset, was wir auch besitzen, angeteasert, aber das kommt noch später. Das war die 40522 und Lego Valentinstag. Ja. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das ganze Ding heute wieder gefallen hat, ups, wenn euch
So, das ganze Ding heute wieder gefallen hat, drücken wir gerne das Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüssi.